bin der Thomas Hüllmoser aus Stobi am Wolfgangsee. Und wir haben seit voriges Jahr massiv betroffen von einem großen Engerlingflug, also Maikäferflug, was wir gehabt haben. Infolgedessen haben sie bei uns gewaltig viele Engerlinge im Boden eingenistet, die was uns einfach das Futter bzw. die Großen haben zerstört und die ganzen Wurzeln auffressen, wo mittlerweile einfach die ganze Fläche bei uns betroffen ist und wir großteils einen Totalausfall haben von Futter. Wie könnt ihr euch hier helfen, Herr Hüllmoser? Helfen können wir jetzt auf zwei Arten. Wir hätten im Frühjahr heuer, also voriges Jahr im Herbst, haben wir das Ganze entdeckt und haben dann im Frühjahr heuer die Pilzgerste, heißt das, Mehlkorn-Pilzgerste im Boom eingebracht, was aber leider nichts genutzt hat gegen die Engerlinge, weil der Pilz einfach eine Feuchtigkeit braucht, dass der im Boden vermehren kann. Und durch den wenigen Schnittschlag, was wir gehabt haben und die Dürre, hat sich der Pilz einfach nicht vermehren können. Und durch das gibt es jetzt nur noch eine mechanische Bekämpfung, wo man einfach den ganzen Boden umgrobt auffressen muss und durch das den Engerling einfach zerstört oder großteils zerstört. Ja, schon. Urbauer von Strobe, Nachbar von Hüllmoser Thomas, bin genauso betroffen. Und sein Staat wird das existenzgefährdend, weil wir einfach so viele Ernteausfälle haben dazu noch, zu den Kosten, zu den Behandlungskosten. Mein Name ist Elisabeth Neudorfer, ich bin Bodenschutzberaterin in der Landwirtschaftskammer in Salzburg. Ich bin unterwegs für Gruppenberatungen, momentan eben ganz stark aufgrund der Engerling-Problematik, so wie es jetzt in Strobl ist mit den Maikäfer. Ich berate die Bauern, informiere sie über Möglichkeiten, wie man den Engerling bekämpfen kann. Und wir versuchen halt da eine gute Strategie herauszufinden. Wie schaut diese Strategie aus? Also wir haben entweder die Möglichkeit einer biologischen Regulation mit Hilfe eines Pilzes oder mechanische Bekämpfung, wie es jetzt hier auf dem Betrieb gemacht worden ist, mit einer Kreislegen oder einer Rotorecke. Müssen wir jetzt jedes Jahr mit so einer Käferplage rechnen? Wir haben heuer das Hauptfraßjahr, also die ersten Schäden sind letztes Jahr Ende August sichtbar geworden. Und heuer Hauptfraßjahr, nächstes Jahr rechne ich damit, dass die Maikäfer wieder fliegen. Das kann auch zwei Jahre noch dauern. Und dann geht der Zyklus halt wieder los. Also in der Regel kann man rechnen, dass alle drei Jahre massive Schäden zum Erwarten sind, je nach Witterung.